Der in Pakistan wegen angeblicher Beleidigung des Propheten Mohammed angeklagte Christ Pervaiz Masih ist wieder frei. Das teilte die pakistanische Menschenrechtsorganisation Die Stimme mit. Nach Angaben der Rechtsanwältin Aniqua Anthony ist es selten, dass ein Gericht einen wegen Blasphemie Angeklagten bereits nach einem Monat gegen Kaution freilässt. Hier hat uns Gott mit diesem Erfolg gesegnet. Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte und die evangelische Nachrichtenagentur IDEA hatten Masih als Gefangenen des Monats Oktober benannt und aufgerufen, sich für seine Freilassung einzusetzen. IDEA heute hatte darüber berichtet. Jeder dritte Jugendliche bezeichnet Gott als wichtig für sein Leben. Das geht aus der 17. Shell-Jugendstudie hervor, die am 13. Oktober in Berlin vorgestellt wurde. Dafür wurden rund 2500 Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren befragt. Danach beträgt der Anteil derer, die Gott als wichtig für ihr Leben bezeichnen, 33%. 46% bezeichnen ihn als unwichtig. Erfasst wurde auch die Meinung der Jugendlichen über Kirche. 67% finden es gut, dass es die Kirche gibt. Zugleich gaben 64% an, die Kirche müsse sich ändern, wenn sie eine Zukunft haben will. Zudem stimmten 57% der Aussage zu, dass die Kirche auf Fragen, die einen wirklich bewegen, keine Antwort habe. Sitzsäcke statt Kirchenbänke. Diese Sitzmöbel haben viele der rund 2400 Besucher in Gießen auf der Ideenmesse für Gemeinden ausprobiert. Mit dabei waren auch Kirchenpräsident Volker Jung und die Reformationsbotschafterin Margot Käßmann. Es braucht in dieser vielfältigen Welt, in der es ganz unterschiedliche Ideen und Gedanken gibt, auch viele gute Stimmen, die das Evangelium Jesu Christi verkünden. Die Kirche der Reformation wird sich ständig erneuern müssen, das wussten schon die Reformatoren. Und ich finde gut, dass bei so einer Messe Gemeinden miteinander austauschen. Was ist in der Erneuerung jetzt sinnvoll? Wo können wir uns erneuern? 140 Aussteller aus 300 Gemeinden präsentierten am vergangenen Wochenende die unterschiedlichsten Anregungen für das Gemeindeleben. Einige davon können sogar direkt in die Tat umgesetzt werden. Und so gibt es so einige Dinge hier, die ich gesehen habe, so mit diesem Bügelkreis für Männer, den ich ganz faszinierend und interessant finde. Ich bin Pfarrerin einer Kirchengemeinde und habe einfach großen Spaß daran zu gucken, was andere Kirchengemeinden machen, was andere antreibt, was sie begeistert. Veranstalter war die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau. Sie wollte mit dem vierten Kongress dieser Art wieder Lust auf Gemeinde machen.